es gehört, will dir helfen. Das werde ich dir nie vergessen. Die Frau, ich finde es also wirklich zauberhaft, dass Sie doch noch gekommen sind. Charlie, sieh doch mal, wer hier ist. Deine Tante Lottie. Du bist also Tante Lottie. Das ist Otto, aber halt's Maul. Herr Doktor! Herr Doktor! Hallo! Charlie, bitte gib doch deiner Tante etwas zu trinken, ja? Herr Wolke, was heute Abend noch passiert? Mein Bruder ist für Sie und für jeden anderen Charlies Tante. Verstanden? Wie Sie wünschen, Herr Dernburg. Und das mitten in der Woche. Das ist Tante Lottie. Angenehm. Angenehm. Ist schönes Wetter heute. Tja, tja. Tja, ist ja überall schönes Wetter. Ne? Ja, ja. Reizend, Sie wiederzusehen. Du kennst die Damen doch noch gar nicht, Tante Lottie. Ach, Tante Lottie kennt die Damen noch gar nein, nicht. Nein, kennt die gar nicht. Nee. Ja. Nein. Willst du dich nicht setzen, Tante Lottie? Nein, ich muss sofort wieder weg. Aber dann trinkst du wenigstens eine Kleinigkeit mit uns, ja? Ja. Wenn es sein muss. Ach ja, Tante. Wohl sein. Ja. Prost. Oh. Oh. Tante, darf ich? Ja. So. Oh, kleiner Scherz von mir. Ich scherze so gern. Ja, ich finde, wir könnten doch eigentlich alle was trinken, nicht, Tante? Ja. Herr Wolke. Ich bin schon da. Nimm doch bitte einen Augenblick bei uns Platz, Tante. Okay. Ja, mir ist ein bisschen kühl, nicht? Das Klima hier bekommt Ihnen wohl nicht. Doch, enorm. Warum auch nicht? Du bist doch Ausländerin aus Südamerika, wo die Affen herkommen. Muss Menschen doch gesagt werden. Ja, in meiner Heimat, wo die Affen herkommen, ist natürlich viel heißer, nicht? Aber hier in Europa, da regnet es ja immer. Auch der letzte Sommer, der war wohl der wärmste Winter, den wir hatten, nicht? Haben Sie Kinder, gnädige Frau? Kinder? Nein. 9. Ja, also 9 bis 10. Hab lange nicht nachgezählt. Wo sind Sie denn? Och Gott, das weiß man als Mutter doch nie so ganz genau, wo die Kinderchen sich rumtreiben, ne? Das traut man Ihnen gar nicht zu, gnädige Frau, dass ich...